Und jetzt gehen wir der Jahreszeit entsprechend noch zum Hockey. Auch da wird Champions League gespielt. Die heisst bei denen Champions Hockey League. Und da haben sich die ZSC Lions für den Halbfinale qualifizieren können. Und das ist, kann man glaube ich ohne übertrieben sagen, der grösste Erfolg von einer Schweizer Mannschaft auf internationalem Parkett. Und genau jetzt kann man das Halbfinale-Hinspiel nicht daheim in der heimischen Halle im Hallenstadion austragen. Das ist besetzt wegen dem 6-Tage-Rennen. Und so hat man müssen ausweichen auf Rapperswil. Und da heute zum Halbfinale-Hinspiel der Gegner aus Finnland erwartet ein hochkarätiger Gegner, die Espoo Blues. Der Rückhalt der Blues heißt Bernd Brückler, kommt aus Österreich und hat in den bisherigen Champions League-Spielen gerade mal 3 Gegentreffer zugelassen. Die Arena in Rapperswil-Jona mit 6.100 Fans ausverkauft, die Atmosphäre gut, die Lions quasi zu Gast bei Freunden. Und die Zürcher fühlten sich ganz offensichtlich von Beginn weg wohl. Plötzlich war Bastl alleine, scheiterte aber an besagtem Bernd Brückler. Im Tor der ZSC Lions mit Ari Sulander ein Finne, ein motivierter Finne gegen die Finnen. Und das brauchte es, denn Ryan Keller hatte eine gute Möglichkeit für Espoo. Die Blues sind bekannt für ihre defensiven Qualitäten, aber es gab auch den einen oder anderen Aussetzer, wie hier von Lionen. Elston hätte beinahe profitieren können. Es kam schon früh die erste Strafe des Spiels. Miettinen musste für dieses Halten auf die Strafbank. Statistisch gesehen sind die Lions das beste Powerplay-Team der Champions League. Und die Scheibe lief gut. Trudel, Pidis und Monne lenkte noch entscheidend ab. Die ZSC Lions führten in der 8. Minute mit 1:0. Und bestätigten also die angesprochene Statistik. Die Zürcher waren im ersten Drittel in jeder Beziehung besser. Pidis. Schön gemacht. Trudel, noch einmal, Jean-Guy Trudel und der zweite Schuss ging an den Pfosten. Ja, die Lions hatten gute Chancen. Eigentlich hätten sie nach dem ersten Drittel schon höher als mit 1:0 führen müssen. Das zweite Drittel war erst wenige Sekunden alt, als der ZSC die Scheibe nicht aus der eigenen Zone wegbrachte. Lionen. Und das überraschende Tor nach nur 53 Sekunden. Ville Lionen erwischte mit diesem Backhandschuss Ari Sulander. Je 4 Feldspieler bei dieser Aktion auf dem Eis und der ZSC gab Gas. Blindenbacher, Gardner, herrlich gemacht von Ryan Gardner. Eine schnelle Aktion der Zürcher, technisch perfekt abgeschlossen durch den Schweizer Nationalspieler. In der 28. Minute lagen die Lions mit 2:1 vorn. Und dann wieder ein Zürcher Powerplay. Auf jeden Fall die Endphase davon. Blindenbacher, Wichser und Seyna traf schon wieder. 3:1 für den ZSC in der 31. Minute. Die Strafe gegen Espoo war eben abgelaufen, deshalb kein Powerplay-Tor. Aber das interessierte wirklich nur am Rand. Die Zürcher offensiv also gut unterwegs, defensiv aber zeitweise anfällig. Und Sami Sandell profitierte. Das 3:2 in der 34. Minute, ZSC-Stellungsfehler und ein Missgeschick ebneten den Weg zum Anschlusstreffer der Espoo Blues. Die Angriffslust der Lions hielt dennoch an. Pidis setzte sich an der Bande durch und Cyril Bühler verwertete die perfekte Vorlage zum 4:2. 38. Spielminute, da war er wieder, der 2-Tore-Vorsprung für den Schweizer Vertreter in der Champions Hockey League. Und mit dem 4:2 ging's ins letzte Drittel. Dritter Abschnitt, schnelles Zürcher Break. Seyna und Wichser verpasste die Siegsicherung.
Adrian Wichser, Topscorer der Champions League mit 9 Assists, aber weiterhin ohne Tor. Dennoch, die Lions weiterhin im Vorwärtsgang. Scheibengewinn in der neutralen Zone. Bastel lancierte ersten und der traf ganz genau. Das 5:2 in der 48. Minute. Jetzt war sie doch noch da. Die Siegsicherung durch den bald einmal 40-jährigen Dauerläufer Jan Elston. Mit dabei, nach ein paar Minuten Zwangspause, war dann auch wieder Adrian Wichser. Er biss sich trotz Nasenverletzung durch. Er war unabsichtlich von der Schlittschuhkufe von Ryan Keller getroffen worden und hatte dabei noch ziemliches Glück gehabt. Adrian Wichser, neu mit der Nummer 77, war auf dem Eis, als Espo noch einmal Druck machte. Lajunen ans Gehäuse und dann brachte Nettinen den Puck doch noch im Tor unter. Das 5:3 durch den erst 17-jährigen Jonas Nettinen. Die Blues am Ende ohne Torhüter, aber auch ohne Konzept und vor allem ohne Glück, denn Elston traf zum 6:3 Schlussresultat. Zweiter Treffer für Jan Elston in einem Spiel, das insgesamt als Gala in die Geschichte der ZSC Lions eingehen wird. We're having a full Einsatz from the ganze Mannschaft bekommen. Compliment of the ganze Team. Wir haben wirklich sehr hart gearbeitet. Es gibt kein leichter Gegner, kein einfacher Gegner. Sie spielen ein sehr hartes, strukturiertes System und es ist nicht einfach gegen sie zu spielen. Compliment. Noch ist zwar nichts gewonnen, aber mit der heutigen Leistung ist eine sehr gute Basis für das Rückspiel gelegt.